Seil beim Klettern abgeschnitten. Er hat einen sechsten Finger. Und was zum Teufel ist das für ein seltsames Teil? All das werden wir jetzt in diesem Video herausfinden. Schaffen wir 6000 Likes? Wir sind unter Wasser und heben eine... Bro, was ist das? Nein. Fam. Nein. Okay. Fam, Digga, echt, nein. Ich weiß nicht, ob mein Kopf einfach nur falsch ist, aber das sieht so falsch aus. Ihr könnt mir nicht erklären, dass ihr dieses Teil anschaut und euch nichts Seltsames denkt. Bro, nein. Bruder, Mutter Natur ist einfach sus, Bro. Was ist das? Das ist eine Seegurke, glaube ich, heißen die Dinger. Wieso schießt es Wasser? Bruder, und wieso macht der Bro, warum? Sie haben beide ein Wassereis. Egal, wir machen einfach weiter. Wassereis, da kann nichts Seltsames passieren. Das... das Geräusch! Oh, nein! Das Geräusch, als sie ihren Popel wieder hochzieht! Dieses Geräusch, Junge! Warum immer Popel denn jeder heutzutage? Mein Bro, das wäre doch ein gutes Tinder-Profilbild, oder? Das da einfach reinstellen und dann irgendwie als Caption so hinschreiben, so: Magst du Popel? Okay, nein, Bro, warte. Sie läuft einen Marathon. Oh mein Gott. Moin. Bruder, ich glaube, das habe ich schon mal gesehen, Alter. Bestes Leben beim Marathon, einfach mal ganz kurz blamieren mittendrin. Justin, der auf einer Schaukel sitzt. Bruder, ich schwör, Alter, das ist aber... Wieso setzen sich auch immer Jungs an alle Jungs da draußen? Bruder, wieso sind wir so? Bro, warum sind wir so, dass wir schaukeln bei einer Kinderschaukel? Wir sehen irgendwelche Dinge, die für Kinder sind. Wir wollen sie machen. Ich glaube, ich spreche für jeden Typen, oder? Oder wir sehen Schaukel, wir setzen uns drauf. Wir sehen Kinder-Lego-Spielzeug, wir wollen es haben. Oder warum sind wir so? Jungs, erklärt mal. Ja, das kann nur schief gehen. Das fliegt jetzt um. Dude, und ich kenne den Clip und alles ins Auto rein. Pass auf. Sie bremst und alles ins Auto rein. Oh, einfach mal so eine Cola-Dusche. Einfach mal so eine richtig schmackhaft klebrige Cola-Dusche, Alter, ins Auto rein. Für Snack für nachher, falls ihr ein bisschen Durst bekommt. Bisschen abschlägen. Okay, Bro. What the hell? Na, fam, ihm geht's gut. Okay, ihm geht's gut. Diese Clips, die immer an der besten... nicht an der besten Stelle. Bro, das klang jetzt ganz falsch. Also die Clips, die, ich meine, also die immer perfekt gecuttet werden, so wisst ihr? Bro, ganz... Oh, ja, ich kann nochmal gerne, oder? Was macht denn der? Oh mein Gott, Bro, wenn dein Rücken so klingt, dann weiß ich auch nicht, Alter. Ich habe noch nie einmal in meinem Leben so ein Einrenk-Ding bei mir gehört. Noch nicht einmal in meinem Leben so ein Geräusch gehört. Wir haben einen Jungen. Dem Jungen ist nichts passiert, der ist ein Profi. Aber dieser Junge hat anscheinend aus Versehen sein Seil beim Klettern geschnitten. Oh mein Gott, zum Glück hatte der nochmal ein Backup, da so eine Sicherung irgendwie drinnen. Boah, Bro, das hätte ganz böse enden können. Bruder, Gott sei Dank ist er ein Profi und Gott sei Dank hat er eine zweite Sicherung gehabt. Die Jungs zeigen uns jetzt, wie leicht man ein Seil durchschneiden kann beim Klettern. Da ist eine Spannung drauf, jetzt gucken wir mal, wie leicht das geht. Wir gucken mal, wenn er aus Versehen... Alter, das ist halt heftig. Wenn du da nur aus Versehen irgendwie mit so einem spitzen Stein oder so einem... Es gibt ja auch Steine, die so rausstehen und dann da irgendwie dagegen cuttest. Bro, Feierabend. Schicht im Schacht. Du fällst einfach runter. Das ist eine Kaffeemaschine. Bro, nein, den Clip haben wir schon mal gesehen. Diesen Whopper-Furz-Clip. Nein. Bro, wieso schickt dir denn schon wieder jemand ein? Bruder, Whopper, will er Whopper Junior? Will er Whopper von Burger King haben? Was will er Whopper? Nee, Digga, wir machen weiter, komm. Ja, moin, Digga, Alter. Da, das Stückchen, wenn die Omi da das Gebiss drin stecken hatte, wer will das Stückchen? Ah, wer will das erste Stückchen? Ah, der kleine Timmy hier, zack, komm, nimm dein Stückchen, Alter. Just do it. You can't back out now. Was will der machen? Rückwärts halt, oder? Das wird so schief gehen. Ich sag, er macht Rückenplatscher. Bro, oh mein Gott. Bruder, das hat mich an meine Freibadzeiten erinnert. Immer sind da hübsche Mädchen draußen gestanden und immer wollte ich die beeindrucken und immer habe ich Bauchplatscher gemacht, Alter. Yo, nein, Digga, das sind Fake Weights, das sind echte Gewichte. Ich dachte, die wären fake. Ich hätte auf alles schwören können. Bruder, wieso sieht der erstens ein bisschen aus wie Revi? Ich meine, guck mal sein Gesicht an, einfach Revi, oder? Zweitens, warum hat er ein I Love Joe Biden T-Shirt? Bro, Joe Biden ist, okay, weird, Bro. Was ist das für ein Clip? American, America! Always check your surroundings. Guckt immer nach euren...
Man muss ja auch mal den Koffer auch in die Malediven einfach versenken, ne? Damit schön die Kleidung auch ein bisschen nass wird. Und am besten da die Wertgegenstände auf dem Boden vom Meer sickern, ne? Oh mein Gott. Bro, das klang aber wie ein Auto, was beschleunigt, oder? Können wir das mal nochmal sehen? Eindeutig, Bruder. Eindeutig der neue Mercedes. Oh, Spaghetti. Oh, ich hasse diese Videos. Bro, diese verstören mich einfach nur. Ich werde es nie verstehen, wie man sich Crocs auf den Boden stellen kann, Spaghetti da reinmacht und seine Füße reinschiebt. Bruder, ist das so ein Ding, wo so Leute im Internet sehen wollen? So, Bruder, ich zahle dir 10 Euro, wenn du mit Füßen reingehst in Crocs in Spaghetti. Aber mit Hackfleisch, ganz wichtig, Hackfleisch muss drin sein. Bruder, was ist los mit dir? Wir sind auf einer Hochzeit. Sie will ihm ein bisschen Torte ins Gesicht machen. Sie will ihm wieder Torte ins Gesicht machen. Bruder, Bro, my man, Digga, na, das war's. Digga, keine Hochzeitsnacht, keine Ehe. Bruder, du schläfst draußen heute Nacht vorbei. Digga, oh mein Gott. Sich mit einer Frau anzulegen, in ihrem Brautkleid, an ihrer Hochzeit. Yo, der Man is dead. Ey, wir haben den der Bruder ist gefallen. Der Bruder ist gefallen. Bruder, das habe ich nicht gecheckt. Das war einfach nur Wasser, was ein Feuer ausgemacht hat. Also, noch nie so einen langweiligen Clip gesehen. Boah, bei diesen Videos, ne, ich sag's euch, guck mal. Guckt euch das mal an. Bro, ich will nicht böse klingen, aber ich will eine Schere nehmen und das aufschneiden. Die provozieren das aber auch. Die wollen das, ne? Bro, ich würde das niemals machen. Ich würde niemals einer Fliege was leid tun. Ich würde niemals den irgendwie verletzen. Bro, aber er malt da extra drauf und jetzt habe ich im Kopf die ganze Zeit Vorstellung, da so aufschneiden, Alter. Ey, das klingt bestimmt, ihr denkt gerade, ich bin so ein Killer, oder? Leaf Blower Prank, okay. Oh mein Gott, sie hat ihre ganze sie hat die ganze Zahnpasta im Gesicht. Bruder, wie managst du es, dass du bei einem Leafblower-Prank die Luft ins Gesicht geblasen bekommst und gleichzeitig deine Zahnpasta ausspuckst vor Schreck und alles in dein Gesicht geht? Wie kriegst du das hin? Okay, der hat anscheinend nur 4 Finger. 1, 2, 3, 4. Crazy. Okay, ist aber auch nicht schlimm, Alter. Warte mal, er hat 6 Finger. Bruder, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, Alter. Wieso schreibt er da nicht? Warte mal. Hey, der hätte doch einfach hinschreiben können, ich habe 6 Finger. Und jeder hätte sich gedacht, okay, gut, hä, normalerweise 5. Und ist doch das gleiche wie... Das hat mich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Wieso hat der 4 hingeschrieben? Oh, das ist so ASMR, ne? Here we have the strongest woman in the world. She is currently carrying a refrigerator all by herself. Okay, das ist die stärkste Frau der Welt. Die kann einfach mal mit links ganz kurz einen Kühlschrank oder auch einfach mal eine Waschmaschine nehmen. Ihr wisst, wie schwer diese Dinger sind. Und die packt das einfach mal. Und telefoniert nebenbei und sagt auch noch so. Ja, du, heute gibt's Schnee, heute gibt's Chili con Carne. Wenn's dir nicht passt, dann such dir wer anders. Heute gibt's keine Spaghetti Bolognese, haben wir gestern gehabt. Warte kurz, ich habe hier einen Kunden, ihre Waschmaschine. Way too much money on, but don't regret it. Boah, Schlangen sind schön. Habt ihr Angst vor Schlangen? Ich finde Schlangen sehr schöne Tiere, Alter. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Angst vor Schlangen. Digga, nein. 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 Bruder, du brauchst einfach kein Laufband. Du kannst einfach Öl auf ein Stück Holz machen und darauf rennen. Das ist es. Das ist das Geheimnis. Bro, das ist das Geheimnis. Leute, wir sind durch. Das waren die krassesten Clips der Woche. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Hab jetzt, hab ins Bett.